Hallo liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Survival Games auf dem Mineplex-Server heute mal am Schlüssel. Nein, nichts bekommen. Schnell weg hier. Nichts bekommen. Ah. So, heute mal auf dem Mineplex-Server. Ihr seht, die Schutzzeit ist ja anders. Du bist einfach nur schnell und hast 4 Herzen mehr am Anfang. Das ist hier die Schutzzeit. Weiter. Okay. Wir brauchen unbedingt irgendwo eine Waffe. Verdammt. 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 Immer wieder verdammt. Ich brauche eine Waffe, Mann. Ich brauche eine Waffe. Ein Boot, ein Kompass. Immer ein Kompass. Das finde ich gut. Der Kompass zeigt übrigens auch die Distanz an und so. Das finde ich richtig nice. Eine Besonderheit hier ist einmal, dass ab und zu fallen einmal Supply Drops vom Himmel. Das ist eine Art Vorratskisten, die guten Stuff enthalten. Den kann ich mit dem Kompass gut finden. Dann gibt es eine Schneewall, sage ich mal. Boah. Dann gibt es eine Schneewand, sage ich mal, die von oben kommt. Von oben, genau. Die von der Seite kommt und die Spieler immer weiter zur Mitte dringt. Level bekommt man hier übrigens für Kills auch. Ihr seht, ich habe jetzt 2 Level. Zum Beispiel. Ich könnte mir ein Eisenschwert machen. Dafür bräuchte ich aber... Werkbank. Ist doch sicher da. Mann, habe ich Glück. Ja, ich will mir das mit einem Brot bauen. Ey, was geht denn jetzt bei mir ab in meinem Hirn? So. Eine Pilzsuppe, die snaggen wir. Oh, scheiße, ich habe vergessen. Pilzsuppen machen ja Regeneration, das habe ich voll verpeilt. Fail! Ursprünglich wollte ich eigentlich heute PvP bringen auf dem gommahd.net-Server. Aber das Problem ist da die Community aktuell. Ich hatte echt gute, tolle Runden dabei. Aber... Bam, bam. Aber das Nervige daran war einfach, die Leute, die immer die ganze Zeit irgendwelche Beleidigungen abgelassen haben, wenn man, also wenn ich gewonnen habe, wurde ich beleidigt, wenn ich verloren habe, wurde ich beleidigt, ich wurde durchgehend beleidigt, egal was ich gemacht habe. Die Runden waren gut, ich habe relativ gut gewonnen, dann haben aber Leute im Chat immer direkt geschrieben, Noob, no GG, bad game, bla bla, und das fand ich halt echt lächerlich und nervig. Ne? Eine Sache. Dann haben Leute gewonnen mit Namen wie It's bla 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 und wieder irgendwas mit PvP im Namen und hast du nicht gesehen. Ich habe nichts gegen Leute mit dem Namen. Es gibt nette Leute mit It's im Namen oder sonstiges. Aber es gibt halt 90% der Leute mit It's im Namen, die es nicht sind. Die immer das Klischee erfüllen vom Idioten. Und die haben es an dem Tag mal wieder mehr als gut erfüllt, diese Menschen. So, da komme ich hoch. Und zwar haben sie, wenn sie gewonnen haben, meinten sie zu schreiben, haha, no GG, ease, get wrecked, simple, die ganze Palette. Mal wieder echt eine tolle Aktion. Ich habe gelacht. Ist der jetzt unten oder was? Da gehe ich hier hoch und dann ist der jetzt angeblich unten oder was? Ey Leute. Boah, das war so schrecklich. Ist halt echt traurig, dass auch immer die Klischees immer wieder erfüllt werden müssen. Bam, bam. Das ist halt das Traurigste daran. Weil das muss ehrlich nicht sein. Rückstoß, schade. Ich glaube, ich verzauber meinen Bogen auch nochmal. Ja, lasse ich das einfach so. Habe ich keinen Bock, alles zu verzaubern. Ich versuche lieber pünktlich zum Supply Drop zu kommen, der irgendwo 160 Meter in die Richtung ist. Meist kommen auch noch andere Spieler hin. Das ist halt das Tolle daran. Deswegen sollten wir uns beeilen, dahin zu kommen. Erstens wegen dem Loot und zweitens wegen den anderen Spielern. So. Und ja, das Tolle am Mineplex ist einfach, dass man geschillt Minecraft spielen kann gegen die Leute. Das ist einfach richtig easy. Man kann hier einfach wirklich in Ruhe zocken, alles schön. Ich finde, Mineplex ist da ein bisschen entspannter zu spielen und so.
Da. Fail, fail, fail. Fail. So, ich lebe noch, alles gut. What? Ich habe ihn erwischt. Really? Was war das denn bitte für ein Schuss des Todes von mir? Schön. Den haben wir. Ist das noch ein Supply Drop oder was? Nee. Distanz ein paar Meter noch. Ich glaube, ich gehe mal hoch. Ich bin nämlich... Hier ist die ganze Lava. Das ist nicht so geil. Ich finde die Lava hier nicht so geil. Knappe Kiste, du. Da hinten ist auf jeden Fall der Fred hier. Seba, Seba, PvP, das tut doch nicht mehr weh. Wow. Den haben wir auch noch bekommen. Wo ist der nächste? Ein paar Meter noch entfernt. Ich will die Hose. Danke. Beautiful, uns geht's gut. Kommt jetzt ein neuer Disc-Drop? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ne, Next Player ist nur noch wieder angezeigt. Dann gehen wir zum Next Player, ne? Und ja, ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben zur Community aktuell bei Gommel, wie sie abgeht. Aktuell ist es leider so, sie wird immer schlimmer. Und gerade beim Ranked PvP versammeln sich, glaube ich, die Vollidioten an einer Stelle. Ich hatte da halt so viele Leute. Oh. Hat echt den Spaß genommen. Und Leute, die hacken, hatte ich auch ein paar leider. Aber das hat man ja überall. So, wo ist der nächste? Ich hab gewonnen. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt schon gewonnen habe. Okay. 7 Kills plus 2-mal verzaubert oder so. 9 Kills gemacht oder so. Ist doch eine gute Sache. So, das war Survival Games auf Mineplex. Ich wollte nur mal das Thema ansprechen, weil mir das gerade wichtig war. Weil aktuell ist es echt scheiße. Mit den ganzen Beleidigungen und Leuten, die da abgehen. Dass es echt lame ist. Ich bin sehr spät dran mit dem Video heute. Deshalb lade ich es auch schnell schon hoch, auch wenn es nur 8 Minuten ist, damit überhaupt ein Video heute noch kommt. Also verzeiht mir, dass es so kurz ist, ne? Aber in der Kürze liegt die Würze, das sage ich auch immer bei meinen Pillen. Bis dann!